genug mit euch geschnackt hier. Ich bin eurer überdrüssig. Der Fänger im Roggen, was fällt euch dazu ein? Hm? Außer, dass das ein Buch ist. Wer hatte denn dieses Buch immer bei sich, laut Aussage von einigen Leuten? Und diese Personen, die ich meine, die hatten auch immer drei Namen. Fliegenpilze werden wir wohl nicht essen können. Eins, zwei, drei. Muss erstmal reichen. Ja, dann gehen wir mal wieder zu Boromir. Ich hab's echt mit Boromir. Steine haben wir jetzt auch genug. Und ich muss mal so ein bisschen auf die Sammelraten achten. Nicht, dass ich das nächste Mal beim Stein denke, ich muss wirklich zweimal Steine finden. Und in Wirklichkeit haben wir schon Steine. Ne? Ein Hasi! Ach nee, Karnickel. Karnickel sind so doof, die gehen den Hasenfallen, ne? Das ist schon betrüblich. Ja, ich müsste auch gleich mal schauen, ob der Fliegenpilz irgendwie Kohle bringt. Aber wir beenden jetzt erstmal das zweite Mal die Quest. So, hier hat man was fallen lassen. Hier drüben doch eigentlich auch. Oh, ich bin schon wieder so überladen. Dabei habe ich doch hier die Stöckchen. Naja gut, das werden alles wieder Stöckchen sein, ne? Leo, Stock 52. Pass auf, dann nehmen wir den mal eben hoch hier. Schmeißen den jetzt wieder in die Ecke. Ja, wo der Stock rumliegt. Ja, wir nehmen das Holz und der Paul, der ist froh. Der kugelt gerade rum wie Mops im Paletto. Mittelalter. So, wie viele können wir tragen? 5 würde ich sagen, damit wir uns noch einigermaßen bewegen können, oder? Entschuldigung. Ja, können wir sogar noch Hüpf machen. Okay. Guck mal, Schäfchen geklont. Falibock, ne? Kenne ich sowieso nicht. Aber den können wir mal kurz anquatschen. Naja, so einen Moment Zeit. Schönes Set haben wir heute. Also der ist jetzt halt irgendwelches Gerede gehört. Oh ja, viel. Willst du irgendwann ein bisschen reden? Hey, ja, können wir machen, aber nicht jetzt. Okay. Moment Zeit, alles klar. Okay, bis später. Ich muss erstmal meinen Job erledigen. Ach, Paul. So, wie viel haben wir? 14, gut. Dann haben wir nach der Show 19. Wir laufen noch ein paar Mal. Aber das sind wir ja gewohnt. Das haben wir ja gestern schon mal durchgemacht. Lauf. Hallo, Dagobert. Ich habe einige Rundhölzer. Und auf die restlichen wirst du nicht lange warten müssen. Versprochen. So. Rundholz. X. 14. Akzeptieren. Bum, bum, bum. Dagobert war Weige, ne? Und der Longbock, der war, ne? Grün. Ich habe hier ein paar Holzscheite. Und auf die anderen wirst du nicht lange warten müssen. Versprochen. Ja, 14 brauchen wir nicht, aber wir werden gleich noch ein paar mitnehmen und den Rest lassen wir ihm da einfach liegen.
Ich will auch so ein Mäuerchen. Ein Bäuerchen braucht ein Mäuerchen. Ja, ne? Da erzählt der arme Onkel John, er hätte es am Rücken. So. Drei Stück noch. Hä? Jetzt steht da 11. Ich bin verwirrt, aber das macht nichts. Ich habe bestimmt falsch gelesen. Weil... Wo sind denn die restlichen Hölzer hin? Na, dann hacken wir halt noch ein paar. Ist ja nicht so schlimm. Wir bringen ihm das Holz hin. Bleib stehen. So. 37, alles klar, das ist sein Alter. 34, 6 Stück noch. Ja, dann müssen wir noch einmal klopfen gehen. Fählen quasi. Die armen Vampire. Dagobert, Dagobert, Dagobert. So, super. 2 Stück. Das können wir mit Birken erledigen. Ist, was? Was? Nigel? Nigel im Beryonensystem? Dann wäre das aber das Beryonensystem. Könnte man aber auch falsch verstehen. Hier, der Rest hier. Das war ganz schön viel Arbeit. Du, ich riech da was in der Luft. Ja gut, jetzt kriegen wir nochmal die beiden Suppen. Das ist schon mal ganz nett. Und jetzt müssen wir nach Unigost und natürlich sowieso nach Hause. Ein Säckel, ein Säckel, ein Säckel. Ach, Dagobert hat einen Säckel, okay. Was hat Dagobert denn anzusäckeln? Zeig mir deine Waren. Dünger, Kohlsamen, rote Beete-Samen, rote Beete. Da war da was bei, ne? Rote Beete, ne? Feder, okay. Die bringen Geld. Steine. Ja gut, Stöcke hatten wir ja genug, also da nehmen wir noch ein paar mit. Könnten wir die eigentlich verkaufen, haben wir schon mal wieder 11. Och, der breitblättrige Wegerich, der bringt auch richtig was hier. 2. Der Fliegenpilz nur 1, okay, dann geht der rüber. So, dann werden wir endlich mal die 4 Steinmesser los. Hey, hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir heute. Ganz schön, wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. -5. Ah, fuck. Der eine ist wenigstens eben drauf reingefallen auf die Lüge von wegen, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist hart und schmutzig. Ich wünschte, ich könnte an einem gemütlichen Ort wie in einer Näherei arbeiten. Dagobert näher, Dagobert näher, Dagobert näher, Schneider. Hey, hey, Bro, hey, 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 ja, hey, ja, hey, ja, hey, ho, Dagobert Kanin. Cool, Dagobert Kanin, Freunde. Dann werden wir ihm mal eine Schneiderei, ne, und so. Jetzt berichten wir mal eben Dings. Warte, wir müssen uns erstmal die Suppe abholen. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, hey, ho. 13, 11, 10, 12, 4, 3, 1, 8. Hier in der Hütte, ne? Lalalalalalala. Mathilda, zeig mir mal, was ich kriegen kann. Das Rezept bekommen wir nicht, weil das ist ein Familiengeheimnis. Schäm dich, sagt er. Und jetzt wollen wir mal die 900 Meter wieder zurücklaufen. Nehmen wir noch die Stöcke mit.
Ich glaube schon. Das ist immer ein bisschen Slowdown, aber wir brauchen es. Wir brauchen es einfach. Wir können es nicht einfach liegen lassen. Was? Der Bauer macht ein Bäuerlein. Es muss nicht mit der Bäuerin sein. Ha, ha, ha. Schneider, genau. Helge. Helge Schneider. Naja, dachte ich auch, dass Dagobert Multimillionär wäre, aber ich denke mal, das ist vielleicht der Urenkel von Dagobert. Der sieht ja auch noch nicht so entig aus, ne? Schnabel hat er ja fast gehabt, aber... Bum, 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 bum. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Ich bin fast so schnell wie ein Fuchs. Das fuchst mich jetzt aber. Warum sagt man eigentlich so einen Schwachsinn? Pilze können wir noch mitnehmen, nehmen wir aber nicht mit. Ich möchte nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will auf mein Feld. Haben wir eigentlich ein neues Gebäude bekommen? Das werden wir gleich sehen, ne? Oh, hier können wir trinken, uns waschen, dann tun wir nicht mehr stinken. Das ist schön. Aber erstmal nach Hause gehen. Wie sieht's denn aus mit unserem Beutel? Ah, der ist noch gut dabei. Das ist schön. So. Wir brauchen nochmal eine Hasenfalle, ne? Ich hätte echt gedacht, ich hätte noch mal irgendwo gelesen, dass wir unseren Überlebenssinn auch noch auf andere Dinge trainieren können. Jetzt haben wir da aber nur einen Punkt für einen Punkt. Also ich meine, einmal kann man das nur skillen. Okay, vielleicht ist das bei Jagdinstinkt oder so. Weil da war irgendwas mit Fährte von einem Tier aufnehmen. Ja, ich weiß das noch. Das kann zwar auch irgendwie irgendeine Rauscherfahrung gewesen sein. Hier wäre auch ein geiler Platz fürs Hochdörfchen irgendwie. So. Warte mal. Was ist denn hier schon wieder alles passiert? Ja, Paula, es gibt Dinge, die ändern sich nie und in jedem Survival-Game hat man, du bist überladen. Das ist einfach immer so. Obwohl, stimmt nicht. Weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Na gut. Das ganzt mich aber. Klingt aber auch nicht so blöd. Wenn mich was fuchst, finde ich, ist das auch ganz schön. Was tut es mich denn da, wenn es mich fuchst? Warum sollte mich ein Fuchs denn ärgern? Ich bin ganz fuchsig. Und ist das nicht so? Also es gibt ja Leute, die meinen, wenn sie sagen, sie wären wuschig, dass sie dann meinen, sie wären aufgeregt oder so. Aber das hat doch eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Jetzt hat dieser unbehornte Ochse meinen Speer, ne? Irgendwo im Hintern oder im Kopf oder sonst irgendwo im Gedärm. Ach, ich sollte mich schämen. So geht es Lootgeiern nun mal. Ja, hast du recht. Immer überladen. So ist das einfach. Lootgeier, das ist ein cooler Ausdruck. Also ich bin bestimmt ein Lootgeier, auf jeden Fall. Schubidubidu, bubidibenbabenbei. Wir nehmen noch ein paar Steine mit, weil die sind hier gerade mannigfaltig. Hier ist quasi ein
krasses Vorkommen an Steinen gerade. Aber wir haben auch noch so einen weiten Weg, ne? Was haben wir denn? Döfchen. Das geht noch. Ich lasse das mal. Ich sehe zwar schon eine unserer Hütten, aber ist das überhaupt eine unserer Hütten? Ja, könnte sein. Doch, ja. Ich glaube, das ist mein Haupthaus. Da können wir ja irgendwann ein bisschen abladen. Ja, und dann gehen wir zur Unigost. Unigosts. Und werden da die Quest wieder mal beenden. Apropos, wir könnten ruhig... So. Fallen. Das ist unsere Werkstatt und das ist unser Lagerschuppen, okay. Lagerschuppen. Nicht ganz so gut mit Menschen? Ich nicht. Naja, schon. Aber wir sind es am liebsten, wenn sie in der Entfernung sind. Oder virtuell. Ein virtuelles Lagerfeuer ist richtig geil. Aber ansonsten so, ja, bleibt mir mit Menschen so ein bisschen fern. Bin ich nicht so der super Freund von Menschenansammlungen und all sowas. Ist ein bisschen schade, natürlich, klar. Kann man sich nie in der Menge baden. Aber, naja, die Frage, was man so möchte. So, gebranntes Fleisch, 3 Suppe, 30, die Suppe 35 und die gibt uns sogar, nee, die gibt uns noch nicht mal irgendwas. Okay, alles klar, können wir wegschnabulieren, tun wir auch. Dann sind wir wieder wohl dabei. Wohl dabei. Hier habe ich Federn, Flachs und so drin. Wo hatte ich denn Leder? Wir haben die Näherei, ne? Kann das sein? Hier haben wir noch gar nichts drin. Dann habe ich das im Haupthaus, ne? Ja, ich denke schon. Ja. Den Flachs habe ich auf 2 Stationen aufgeteilt, liebe Freunde. Wenn man das mit Flachs so macht, ne? Mach keine Flachsen. Flachsen. So. Nee. Wir laden erstmal um. Und schauen mal, danach braten wir das Fleisch. Da haben wir das Leder. Wir haben 107 Münzen, okay. Was macht unser Feld? Da! Ich wollte gerade sagen, was ist los? Ah ja, Roggen. Ja gut, der wird erst im Frühling da sein. Das haben wir leben. Dann wollen wir mal zu Unimog gehen hier. Der redet da mit uns. Der gute alte Unimog. Ja, ich finde auch, das Spiel ist eigentlich reichlich gut gemacht. Wo der Bob, ja, Bob, da, ja, der Hobby, hey, was ist mit dir da? Hallo? Auch Tanz. Du Provia. Hallo, Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und ich kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute. Ja, dann mach mal deine Reputation hoch. Das hat Pauli wieder falsch verstanden. 100 Pro. Musst du Pipi? Ist das cool? Hey, hast du einen Moment Zeit? Jetzt hört ihr auch auf zu wackeln. Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Aber die haben wir doch schon mal gefragt, ne? Die Kunigunde hier. Tut mir leid, ich weiß nichts. Auf Wiedersehen.
Neues Level Diplomatie. Ah, wir labern mit den Leuten. Gisella. Hallo, Gisella. Hey, hast du einen Moment Zeit, Gisella? Ja, worum geht's? Jagd. Hast du Adligen gesehen, der gerade vorbeikam? Ich hörte, die Leute sagen, dass er tolle Gewänder trug. Ja, das hab ich. Ich wünschte, ich hätte solche Gewänder anstelle dieser schmutzigen alten Lumpen. Tja, dann würde ich mal sagen, danke, tschüss, auf Wiedersehen. Haben wir jetzt bei dir irgendwie was gut bekommen? 48% ist nicht gerade so toll. Ich werde jetzt gehen, auf Wiedersehen. Na also. Aber die wabbelt da immer noch rum, ne? Hey, hast du mal einen Moment Zeit? Wie ist es dir denn so ergangen, ne? Ich bin dir sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Zwei Punkte. So, ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. So, jetzt noch. Och, jetzt ist sie wieder. Ich muss pipi, ich muss pipi, ich muss pipi, ich muss pipi. Ich möchte aber sagen, schöne Frau ist Blödsinn, weil dafür kennen wir uns noch nicht genug. Da kriege ich nur wieder eine Abfuhr und Minuspunkte. Ich kenne das doch. So einmal dasselbe. Gehen wir mal zu Adelina. Ich könnte einen Korbladen aufmachen. Sag mir deine Waren hast du im Moment. Bla 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 bla. Wir haben aber auch nichts, was wir dir wirklich verkaufen könnten. Ne? Und die zahlt uns Schwachsinnspreise. Wir könnten uns aber noch ein bisschen Kram kaufen, damit wir dann wenigstens im Frühjahr... Wir sind so teuer. Die ganzen Samen werden bis auf Roggen im Frühling gesät. Das hieß ja eigentlich, wir hätten genug Zeit, um so ein bisschen Geld an die Seite zu legen. Durch Steinklingen oder sonst irgendwas, Bären oder so. Ja, das wäre gar nicht mal übel. Könnte man im Frühling richtig loslegen. Unigost. Na, Unimog, wie geht's dir? So, nun sind jetzt alle vorbereitet und sicher. Mit einer Palisade, nehme ich an. Hm? Ja, und ich denke, Dagobert ist der Mann, der keine Angst vor Wölfen hat. Da waren wir schon. Unigos 2. Hm. Das ist das Mittelalter. Die Straße ist ihr Topf. Laufen lassen. Genau. Das ist nämlich so eine Sache, die Leute immer vergessen. Wie es auf so einem Mittelaltermarkt in Wirklichkeit aussehen würde. Und wie es da riechen würde. Ich gehe auf den Mittelaltermarkt. So. Mal gucken. Einfache Tasche. Razimirs Schuhe, haben wir da irgendwas dazu bekommen? Nee, leider nicht. Wir haben nichts Besonderes bekommen durch den. Ne? Wir haben ja jetzt Fähigkeiten erhöht, aber das war Diplomatie. Hier, da, zweite Punkt auch noch. Schön. Ja gut, nehmen wir Diplomatiekenntnisse. Damit wir sofort, ja, das wäre halt scheiße, ne? Genau. Damit wir direkt mehr Punkte bekommen, wenn wir wieder in diplomatischen Schuhen unterwegs sind. Oh, das ist natürlich geil. Überlebenskünstler, noch weniger Nahrungsblabla, mehr Gesundheit ist erstmal uninteressant. Die vier, ja, das können wir leider nicht. Eiserne Lebervergiftung, ja. Ja, die Temperaturtoleranz wäre vielleicht ganz gut. Fischernetzlimit, aber da müssten wir auch Stufe 3 sein. Ich weiß gar nicht, welche Stufe wir sind. Eventuell hier, 4? Nee. Was nehmen wir? Nee. Also die beiden fallen erstmal aus. Wir essen selten irgendeinen Schwachsinn und die Resistenz, die könnte vielleicht nachher interessant werden, aber wir haben ja zum Glück schon Fellkleidung geschenkt bekommen. Ein bisschen mehr Gesundheit vielleicht. Dann lieber ein bisschen absenken in dem Nahrungsdingspunkt. So, ich probiere das mal. Ja, wir können fischen. Naja, wenn wir fischen könnten.
Okay, Jonal. Guten Morgen, meine Nachbarn. Wir müssen also nur noch einmal flirten, das hatten wir ja eben schon. Der nächste Sommer kommt bestimmt und dann warte auf weitere Ereignisse. Das hatten wir ja gestern auch. Dann sind wir noch ein bisschen durch die Gegend gereist und Waldschuppen, gekaufte Pläne. Wie viel Kohle haben wir denn? Unimog fährt los. Moment. Der Lukas. Ich möchte nicht im Mittelalter in Europa gelebt haben. Das ist mir zu unsauber. Und wenn man bedenkt, dass es davor ja schon genug Zivilisationen gab mit Wasserspülung und all sowas. Aber Mittelalter ist ja was Tolles. Nee, war es nicht. Gut. Wir müssten mal nach der Hütte gucken, die wir noch bauen können. Ich glaube, wir haben da wieder so ein bisschen was. So, Häuser ist immer noch der gleiche Mist. Gebäudelimit. Ja, wir haben das Gebäudelimit sowieso überschritten. Dann ist da aber auch ein blaues Schloss drauf. Und das ist ein bisschen blöd. Dadurch sehe ich nicht. Guckt mal, wir haben ja schon den Holzschuppen. Aber durch das blöde Gebäudelimit haben wir jetzt da das blaue Dings drauf. Wir müssen ein Haus ab. Nehmen wir den Holzschuppen weg. Da haben wir nichts drin, da lagert nichts. Das ist blöd. Ich sehe nämlich jetzt echt nicht. Was wir machen können. Gut. Einfaches Haus haben wir. Ladet Zaun. Jagdhütte. Jagdhütte, da werden wir noch nichts bekommen. Haben wir überhaupt? Nicht genügend Technologie, okay. Wir müssten also noch mehr jagen. Lebensmittellager. Aber gar keine Möglichkeit. Scheune. Mehl. Grundlegende Ressourcen zum Kochen. Ja, bla bla bla. Können wir kaufen. Aber dafür haben wir auch noch nicht genug Technologie und wir haben ja noch nicht mal genug Technologie. 5 billige Punkte für Lebensmittellager, verstehe ich nicht. Warte mal. Pflügen, säen, ernten, Gemüse sammeln, Tiere melken, Schafe scheren. Okay, also pflügen und säen könnten wir machen, besonders pflügen. Dann hätten wir vielleicht diese 5 Punkte voll, dann pflügen wir einfach mal noch ein bisschen durch die Gegend. Dann haben wir das. So, Näherei. Können wir da was kaufen? Können wir nicht? Nicht genügend Technologie. Okay. Schade. Also einfaches Haus hatten wir noch nicht frei, das weiß ich. Aber wir hatten eigentlich das einfache kleine Haus. Weil das ist das einfache Haus. Das hatten wir frei. Und deswegen bin ich halt jetzt so ein bisschen irritiert. Ich werde jetzt einfach mal speichern. Und dann werden wir mal ein Gebäude abreißen. Das wird der Holzschuppen sein, weil wir da nichts drin gelagert haben und so. Und dann schauen wir mal an, was wir hier noch an Hütten bauen können, weil irgendwas war neu. So, die Werkstatt lassen wir. Das Ressourcenlager, das lassen wir auch. Ich hoffe, dass wir die Ressourcen zurückbekommen. Wohl eher nicht, ne? Außerdem, jetzt wo es gerade so ein bisschen dunkler wird, sehe ich gerade, okay, müssen wir mal schnell hier rein. Und, den Hammer mal wegpacken. Sonst kloppe ich mir hier gleich die Hütte weg. Ich schaff's ja sogar in Minecraft, mein Haus abzufackeln, also von daher. Okay, da war ich auf der falschen Seite. Du bist nicht auf der Seite des Lichtes. Ja, dann können wir eigentlich direkt noch ein bisschen für Geld sorgen. Oh, ist das schön. Ja, craften wir mal ein bisschen. Nehmen wir uns erstmal 1, 2 Fackeln. Ja, selbst die Römer lebten besser als wir im Mittelalter hier. Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass ich das alles nicht so erzählen muss.
weil ich steigere mich da gerne rein. Und ruhig noch eine. Ich finde das schade, dass man, also ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass man hier irgendwo sieht, dass unser Crafting-Level steigt irgendwie. Bum, 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 bum. Das würde man dann hier sehen quasi. Das wäre Gewinnung, das wäre Jagd, das wäre Landwirtschaft, Diplomatie und hier beim Handwerkswissen. 20 von 250? Oder steigt das im Technologielevel? Pass auf, da hatten wir 20 und hier haben wir... Was haben wir denn da? Knapp über Stricknadeln, ne? Aber es ist mehr geworden, oder? Können wir den Leinen fahren? Können wir den kaufen? Nee. Okay. Ein paar Steinklingen können wir gut gebrauchen. Können wir schön verkaufen. So. Hasenfalle, da haben wir nochmal eine neue. Sehr schön. Ja, dann hätten wir jetzt endlich mal wieder die Muße, pennen zu gehen. Mal eben den Nacken weich machen. Schlurf. So. Ja, dann habe ich der Fackel vielleicht ja auch Unrecht getan. Das könnte man ja auch mal verifizieren. Jetzt haben wir mehrere Fackeln im Dingens. Nein, nicht. Na, egal. Morgen ist wieder Dünnpfiff, wenn du so viel Wasser säufst hier. Mensch. Wenn die dann durch ist, werden wir ja sehen, ob das, ob der dann halt auch direkt die nächste Fackel nimmt. So ähnlich wie bei den Werkzeugen. Wenn man die im Inventar hat, dann wird das Slot ja direkt wieder belegt. Vergiftung! Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe gerade noch beim Essen gedacht, so, hast du denn schon die Infos eingeholt, ob der giftig ist oder nicht? Scheibenkleister. Ungenieß. Wenn der Charakter bestimmter Pilze oder verdorbener oder ungenießbare Nahrung ist, verursacht dies einen Abfall der LP, also der Lebenspunkte, denke ich mal. Es wird keine Schallplatte gemeint sein. Und kann tödlich sein. Der Verzehr von Essen hat in diesem Moment keinen Effekt. Okay. Oder Johanneskraut. Deine Ehefrau oder Johanneskraut. Das ist also irgendwie auch so. Coole Sache. Ach nein, abbrechen. So. Inventar. Essen. Johanneskraut. Essen. Steht da halt nur, dass wir Johanneskraut... Ah, da ist 77, 37, 17. Okay, demnächst mal noch ein bisschen Johanneskraut einpacken, würde ich sagen. Haben wir Leben verloren? Nein. Ach, gehen wir pennen, komm. Dann kann ich auch keinen Scheiß bauen. Vor 10 Minuten haben wir auch gerade gedacht, eiserne Leber brauchen wir nicht. Wir haben so selten irgendwelche Vergiftungen. Dann... Ja. Genau. Lava-Eimer und Lager. Aber das war halt mein Feuerzeug. Das hatte ich noch an und ich wollte eigentlich dann an eine Kiste. Und dann macht er das Feuerzeug an. War blöd. So, das Ding haben wir abgerissen. Also wir hätten das einfache kleine Haus. Wir hätten den Holzschuppen, den wir ja gerade abgerissen haben. Wir hätten das Ressourcenlager 1. Wir hätten hier nichts Neues. Fischerkram haben wir auch nicht. Crafting nur die Werkstatt. Okay, dann haben wir noch keine neuen Gebäude.
Zäune noch nicht freigeschaltet. Und wir haben halt nur die Hasenfalle, aber auch wieder das blaue Schloss. Falllimit überschritten. Das finde ich blöd. Aber okay. Denke mal eben kurz ein bisschen aufräumen. Und dann sollten wir uns mal um das weitere Wohlergehen unserer Dorfkollegen kümmern. Und direkt mal so ein paar Klingen verkaufen. Wir haben drei Steinmesser am Start, einen hölzernen Speer nur noch. Ja, müssen wir nachher noch einen herstellen, ne? Flaggstock, Stroh, Stein, das ist aber doch hier falsch. Wir sind ja hier in dem Dings. Ein bisschen Ordnung sollen wir schon halten. Fünf Stroh können wir ruhig hier dran lassen. Freunde. Ah, Stein haben wir hier, wunderbar. Zip. Zip. Gebonkt. Ah, schönes Wetter. Was sucht unser Journal? Na, das mit dem Flirten müssen wir noch hinkriegen. Hm? Wir kriegen 50 Dynastiepunkte. Und da warten wir auf weitere Ergebnisse. Okay. Selbst die Hasenfalle wird angezeigt. So, in diesem Dorf hier haben wir anscheinend keine Ausrufezeichen mehr, keine Quests mehr, die wir erledigen können. Und ich würde eh gerne mal hier nach Borrow. Warum nicht? Ich meine, Borrow war gar nicht so groß und da waren wir auch hier bei diesem Typen mit diesem Wolfsgedöns. Gehen wir noch über die Brücke und gehen nach Borrow. Wie voll ist unser Beutel? Den können wir direkt füllen. Ja, da hat der Lukas recht. So ist unser John halt eben. Ah, das beste Beispiel ist einfach Control. Boom, 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 boom. Ja, gehen wir mal nach Borrow. Borrow sehen wir direkt da drüben. Meine Damen und Herren, rechte Seite Borrow. Und zweimal Monika. Sehr komisch. Vielleicht zahlen die auch ein bisschen mehr im Borrow. Oder vielleicht haben wir hier noch ein paar Aufträge, ein paar Quests. Auf jeden Fall noch mal einen Händler, da sehe ich gerade. Zwei Leute, die wir ins Dorf, ja, sage ich jetzt, einladen oder? Was ist da denn hier? Okay. Dachte, ich hätte hier Mulch. Könnte eine Mulchhandlung aufmachen. Was hat der Intercity der Bahn, und eine Boeing 747 gemeinsam? Keine Ahnung. Du wirst es uns gleich sagen. Kann ich fremde Werkbänke benutzen? Leider nicht. An fremde Thron kann ich nur stehlen. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind der Händler? Falibor oder Feilbor? Falibor. 45. Der dürfte eigentlich schon kaum noch leben, ne? Was hat er denn? Pass auf, die Steinmesser kann er direkt haben. Ja, so viel gibt er uns nicht, ne? Kleiner, mieser Typ hier. Steinmesserknüppel können wir selber mittlerweile. Ey, hast du mal einen Moment Zeit? Hast du irgendwelches Gerede gehört? Einfach mal, kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps? Sehe ich aus, als würde ich mit Schlamm bedeckt mit, und mit Tieren schlafen?
Ja. Ah, hast du mal einen Moment Zeit? Geht gerade schon nicht mehr. Okay, vielen Dank und tschüss. Milena, hast du mal einen Moment Zeit? 50% aber da. Entschuldigung, meine Mutter sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Okay, du bist aber im gebärfähigen Alter. Möchte dir was sagen, schöne Frau? Hey, hast du einen Moment Zeit? Ah, den gesehen mit den Klamotten. Was für ein Tag, hier war fast unter... Jammerlappe. Ja, mit Zustimmung minus 2. Mist. Das ist natürlich doof. Ja, sein können. Ida. Nochmal Händlerin. Ei! Okay. So, na, wie ist es denn in letzter Zeit ergangen? Ich bin sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Ich habe aber jetzt, habe ich Zustimmung bekommen von ihr? Okay. So, ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ansonsten gibt es hier nichts Interessantes, ne? Lotomir und Univite. Ach ne, Univit. Kann man hier irgendwas? Ne, kann man nicht. Univit, hallo. Hier, ich schaffe eine neue Siedlung, hör mal. Mhm, Ruf weiter ausbauen. Hast du einen Moment Zeit? Bin kürzlich in die Jagd eingestiegen. Tut mir leid, ich weiß nicht so viel darüber. Aber Zustimmung plus 2, das ist schon mal ganz gut. Aber wir können da nochmal, okay. Jagd eingestiegen. Hast du jetzt halt irgendwelches Gerede gehört? Oh ja, viel. Willst du irgendwie ein bisschen reden oder was? Oder wie? Oh, ich glaube, hat er mir jetzt gerade hier was abgezogen dadurch oder was? Oder wie? So, der weiß Bescheid. Schönes Wetter haben wir heute. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Oh, Mist. Hart, schmutzig. Ja, ja, die finden das meist nicht gut, wenn ich hier nach einem Job frage und so, ne? Fangen dann direkt an rumzunölen. Und ich kriege Minuspunkte, verstehst du? Kann ich das Huhn melken? Kaufe Huhn für 1000. Das ist aber... Die sind des Teufels! Verbrennt sie! Ein vierköpfiges Huhn, das andere hackt hier rum. Alter. Schon ein bisschen creepy. Sind in dem Sack? Beutel stehlen. Ich will ja hier nicht stehlen. Gut, ja, dann müssen wir zu Dingens da. Zu Branica, Baranica. Hier sind auch wieder irgendwelche Leute allein unterwegs. Auf geht's nach Baranica, Baranica. Schubidubidubidubaba, auf nach Baranica. Unglaublich schräge Namen hier teilweise. Ein paar Pilzchen mit.